Sie haben gerade gesagt, die Ukraine steht momentan nach den Erkenntnissen, die Sie haben, mit dem Rücken an der Wand. Jetzt sagt der Papst, Verhandlungen und die weiße Fahne bereithalten. Wie bewerten Sie das? Ich bin Katholik. Ich habe das oft genug gesagt. Die Formulierung war äußerst unglücklich. Die Formulierung der weißen Flagge signalisiert Kapitulation. Unmöglich. Auch für uns. Aber die Frage einer diplomatischen Lösung, die wird ja schon länger erörtert. Und kluge Leute wie Herr Ischinger zum Beispiel sagen schon seit langem, die Politik muss sich jetzt zusammensetzen und muss überlegen, welche Möglichkeiten gibt es zu einer diplomatischen Lösung. Denn wenn es so weitergeht wie bisher, und das ist ja absehbar, dann kann man zuschauen, wie viele Menschen weiter sterben müssen auf dem Gefechtsfeld, egal von welcher Seite. Und Fakt ist ja, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen zu nehmen, dass die, die vor Ort sind, an den Frontabschnitten teilweise seit 2 Jahren dort sind, also letztendlich auch aufgezehrt sind und Schwierigkeiten haben, auch durchzuhalten, auch durch die Tatsache der Munition, die fehlt. Nun ist ja viel über Absichten geredet worden. Jetzt wird über Drittstaaten werden schon quasi die Lager leer gefegt, um so ein bisschen Munition in die Ukraine zu liefern, was eben noch übrig ist. Wo ist denn da Europa momentan und wann wären wir denn in der Lage, der ukrainischen Armee das zur Verfügung zu stellen, was sie für die Verteidigung an vorderster Front momentan braucht? Das ist ja genau die Problematik, die mit dieser Diskussion einhergeht. Wir selber haben ja nicht genügend Munition. Wir selber sind ja in unseren eigenen Depots am Ende. Wir haben vielleicht Munition für 2 Tage. Das bedeutet, wir müssen die Munition irgendwo herbeschaffen, sei es von anderen Ländern, sei es aus der Industrie. Da gibt es verschiedene Überlegungen, aber die Zeit drängt. Ich sage es noch einmal, die Ukraine steht mit dem Rücken an der Wand. Es muss jetzt schnell gehen und darüber sollte man sich unterhalten. Und nicht über Themen, die bei Gott derzeit nur an zweiter Priorität stehen. Roland Carter, General AD, danke für das Gespräch. Sehr deutlich heute. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.